Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern so kennen, wie Comenius sich das vorgestellt hat. Comenius lebte am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Im Mittelalter haben Lehrende Einzel- und Haufenunterricht erteilt. Diese Organisationsformen waren nicht geeignet, um alle Menschen zu erreichen. Daher schlägt Comenius die Einführung des Unterrichts in großen, altershomogenen Gruppen vor, die neue Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer stellt. Comenius bestimmt also die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer ausgehend von der von ihm vorgeschlagenen Unterrichtsmethode. Dabei geht er von Problemen aus, mit denen er die von ihm wahrgenommene real existierende Unterrichtspraxis wiedergibt. Als wesentliche Probleme nennt er, dass keine Ziele gestellt werden, dass keine Wege angegeben werden, dass die Gegenstände unverbunden und brockenweise unterrichtet werden, dass dabei auch noch ständig sich ändernde Methoden verwendet werden, dass mehrere Lehrerinnen und Lehrer in der gleichen Gruppe unterschiedlich unterrichten und dass die Schülerinnen und Schüler andere Bücher als die vorgeschriebenen lesen. Comenius sieht also viele Probleme und er entwickelt eine Lösung für diese Probleme durch ein Gleichnis, indem er die Sonne in der Natur betrachtet. Denn die Sonne befasst sich nach Comenius nicht mit dem einzelnen Gegenstand, sondern beleuchtet die ganze Erde. Sie bewässert alles mit denselben Wolken, durchweht alles mit demselben Wind und so weiter. Wie nur eine Sonne die Erde bescheint, soll nun nur ein Lehrender einer Klasse vorstehen, nur die Bücher eines Autors in jedem Gegenstand verwendet werden, nur eine Aufgabe eine ganze Klasse beschäftigen und nur eine Unterrichtsmethode verwendet werden. Comenius sieht es in diesem Sinne als Aufgabe von Lehrenden, mit vorbereiteten Schulbüchern, den Realbüchern, zu arbeiten. Die Anleitung, wie mit diesen Schulbüchern zu unterrichten ist, finden sich in den didaktischen Büchern. Damit ist es also nicht Aufgabe der Lehrenden, Ziele zu entwickeln, Inhalte auszuwählen oder den Unterricht methodisch zu gestalten, sondern es ist Aufgabe, die eine bereits vorhandene, von Comenius entwickelte Methode mit den bereits vorhandenen Büchern, die Comenius ebenfalls geschrieben hat, durchzuführen und sich dabei nach den Vorgaben der Bücher zu richten. Dabei sollen Lehrende, wie Comenius schreibt, ich zitiere, also zu niemandem besonders hingehen und nicht dulden, dass einer besonders zu ihm komme, sondern auf dem Katheder bleiben, wo er von allen gesehen und gehört werden kann und wie die Sonne seine Strahlen über alle verbreiten. Alle aber sollen ihm Auge, Ohr und ihre Aufmerksamkeit zuwenden und alles aufnehmen, was er vorträgt, vormacht oder vorzeigt. Zitat Ende. Die wichtigste Aufgabe der Lehrenden ist es, die Aufmerksamkeit der Lernenden zu erreichen. Dazu gibt Comenius viele konkrete Anleitungen. Erstens soll der Vortrag unterhaltend und nützlich sein. Zweitens soll der Stoff zunächst empfohlen werden, indem durch Fragen Verbindungen zu bekannten Gebieten hergestellt werden oder das Bewusstsein für fehlendes Wissen geweckt wird. Drittens sollen die Augen der Lehrenden umherschweifen und die Lernenden ansehen. Viertens soll so viel wie möglich den Sinn vorgeführt werden. Fünftens soll der Vortrag zuweilen mit der Frage, was habe ich eben gesagt, unterbrochen werden. Sechstens sind immer wieder Fragen an die Lernenden zu stellen, die, wenn sie nicht beantwortet werden, ohne sie neu zu stellen, an weitere Lernende weitergegeben werden. Siebtens sollen Fragen an die ganze Gruppe gestellt werden. Achtens soll am Ende der Stunde die Gelegenheit zu Nachfragen gegeben werden. Neuntens sollen zwei oder drei Lernende auswendig Gelerntes aufsagen, aber immer verschiedene, damit alle vorbereitet kommen. Zehntens sollen schriftliche Übersetzungsarbeiten geprüft werden, indem ein Lernender aufsteht und einen Gegner wählt. Der erste trägt vor, der zweite macht auf Fehler aufmerksam, die dann von der ganzen Gruppe verbessert werden. Dann werden die Rollen getauscht. Soweit die Vorschläge von Comenius, mit denen er das heute so bezeichnete Unterrichtsgespräch so erfolgreich konzipiert und verbreitet hat, dass viele der genannten Praktiken auch heutigen Schülerinnen und Schülern vertraut sein dürften.
Auf diese Weise sollen Lehrende eine Klassenfrequenz von etwa 100 Schülerinnen und Schülern bewältigen, unterstützt von einem System von aus der Gruppe ernannten Aufsichtspersonen. Das ist gegenüber dem mittelalterlichen Einzel- oder Haufenunterricht eine wesentliche Neuerung und soll vor allem die Effizienz steigern, was so erfolgreich gelungen ist, dass der damit eingeführte Frontalunterricht auch heute noch als günstigste, effektivste und effizienteste Unterrichtsmethode angesehen werden kann. Zentral ist für Comenius dann auch, dass der Lehrende den Fortgang der Lektüre der Lernenden durch eine entsprechende Auswahl des jeweils einen zu lesenden Buches überwacht. Diese Bücher stellen auch sicher, dass es in inhaltlicher Hinsicht auf den Lehrenden nicht mehr so sehr ankommt. So heißt es bei Comenius, ich zitiere, und schließlich werden nun auch die mit Erfolg lehren können, welche die Natur nicht zu guten Lehrern gemacht hat, weil es nicht mehr so sehr von der Begabung des Einzelnen abhängt, was zu lehren ist und auf welche Weise, sondern vielmehr die Bildung vorbereitet ist und mit fertigen, an die Hand gegebenen Mitteln der Jugend eingeträufelt oder eingegossen werden kann. Aufgabe der Lehrenden ist es also, viele gleich zu unterrichten, wobei der einzelne Lehrende keinen besonders zentralen Stellenwert hat, gleichwohl aber relevant ist. Zum Unterricht gehört für Comenius auch die Disziplinierung. Lehrende haben Lernende bei Bedarf auch zu strafen, wobei Comenius empfiehlt, die körperliche Züchtigung nur als Ultima Ratio in seltenen Fällen zu verwenden. Comenius empfiehlt für den Unterricht dann eine Abfolge aus Vortrag, Übungen der Gruppe und Abschreiben aus dem Realbuch. Ähnliche, vom Lehrenden umzusetzende drei Schritte finden sich in der Pädagogik immer wieder, etwa als Exposition, Erarbeitung, Übung, als Anschauen, Denken, Anwenden bei Dörpfeld, als Auffassen, Verstehen, Bestätigen bei Silwirk oder als Eindruck, Aneignung, Ausdruck bei Weber. Diese Abfolge zu kennen ist wichtig, weil mindestens im deutschsprachigen Raum fast alle Menschen an diese Abfolge gewöhnt sind. Wenn man also unterrichtsmethodisch etwas anderes macht, ist das in der Regel erläuterungs- und begründungsbedürftig. Der Dreischritt beruht übrigens auf der Annahme, dass er der Organisation des menschlichen Geistes entspricht. Die Exposition wendet sich an die Sinnesorgane, die Erarbeitung im Sinne des Begreifens an den Verstand und die Übung an den Gebrauch. Diese Idee geht letztlich auf Aristoteles zurück, der Sinnlichkeit und Wahrnehmen, Verstand und Denken sowie Streben und Wollen unterscheidet. Diese Abfolge findet sich im Übrigen auch im methodischen Aufbau der Vorlesung als Multistage Learning, das auch nur eine andere Bezeichnung für eine der Varianten des Frontalunterrichts ist. Comenius macht den Lehrenden klare Vorgaben über die Organisation des Unterrichts. Dazu entwickelt er den heute noch üblichen Dreischritt des Frontalunterrichts und ein Disziplinierungskonzept. Im Frontalunterricht haben die Lehrenden mithilfe der Anleitung in didaktischen Büchern die Lernenden zur Lektüre der Realbücher anzuhalten. Mithilfe eines Aufsichtssystems sollen dann 100 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse unterrichtet werden. Hauptaufgabe der Lehrenden ist es, die Aufmerksamkeit der Lernenden zu sichern. Dafür schlägt Comenius eine ganze Reihe von Mikromethoden vor. Zentral sind dabei die Motivation, die Comenius als Empfehlung des Stoffes bezeichnet, die Anschauung, die Comenius als den Sinnen vorführen bezeichnet, und das Unterrichtsgespräch, für das Comenius gleich mehrere Formen entwickelt. Hauptaufgabe der Lehrenden ist es also, den geregelten Ablauf des Unterrichts sicherzustellen. Das wird heute als Classroom Management bezeichnet und umfasst nach wie vor die Sicherstellung eines geregelten Ablaufs des Unterrichts einschließlich der Motivation und Disziplinierung der Lernenden. Eine inhaltliche Gestaltung hat Comenius den Lehrenden nicht zugetraut. Dass die Lehrenden auch die Lernenden nicht nach ihren Interessen zu fragen brauchen, versteht sich da von selbst.